willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, gleich mal am Anfang. Ich bin ein bisschen verschnupft und ja, ich glaube, das hört man auch. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Ich hoffe natürlich nicht. Aber man hört es. Vielleicht wird es gleich im Laufe des Videos ein bisschen besser. Aber ja, nicht, dass ihr euch wundert. Ja, letzten Monat oder eher gesagt vor einer Woche, glaube ich, habe ich euch mein Subvoting vorgestellt. Und das geht ja immer vom 1. bis zum 1. Und ja, der 1. war wieder. Das heißt, ich ziehe ein paar neue Bücher und das Ganze wollte ich diesmal mal vor der Kamera machen. Ja, wer das Ganze noch nicht kennt, ich verlinke auf jeden Fall das Video unten in der Infobox. Dann könnt ihr auf jeden Fall einmal vorbeischauen. Und ja, eben ist mir die Kamera ausgegangen, deswegen habe ich jetzt schon drei Lose gezogen. Genau, aus dieser schönen Truhe. Und ja, ich ziehe jetzt die anderen drei und zeige euch nochmal die, die ich schon gezogen habe. Und zwar ist es einmal Der geheime Zirkel, der 1. Band. Und von She Cabinet Vampires, der 1. Band. Und dann habe ich noch gezogen den 1. Band von Firelight. Ja, wie gesagt, ich hole euch die Bücher gleich einmal alle her. Aber erst ziehe ich noch zu Ende. Ich finde das immer so schön, in diesem Berg von Zetteln zu ziehen. Oh, das geht leider auch nicht, weil das ein zweiter Teil ist. Dann auch immer die Teile zu finden, die man auch noch nicht gelesen hat. Ja, wieder einer. Und zwar Wilde Wahnsinnsengel, der 1. Teil. Das geht auch. Flammen über Acadian. Das ist ja auch so ein schönes Buch. Ich freue mich schon, die euch gleich alle in die Kamera zu halten. So, und wir gucken noch mal nach dem letzten. Ja, das geht auch. Und zwar Password. Das hatte ich sogar tatsächlich, glaube ich, vorletzten Monat schon in der Ziehung dabei. Ja, so, jetzt habe ich die 6 einmal gezogen und ich hole einmal die aus dem Regal. So, da bin ich jetzt wieder mit den Büchern. Und meine Nase ist gerade wieder frei geworden. Ja, ich glaube, das hat jetzt gerade nicht zur Sache getan, aber ich zeige euch dir jetzt einmal die Bücher, die ich gezogen habe. Und ja, da das alles erste Teile sind, werde ich euch einfach mal den Klappentext vorlesen. Und zwar ist das jetzt einmal von Thomas C. Bresina, Wilde Wahnsinnsengel, der 1. Teil. Ja, ich lese einmal vor. Darf man Engel küssen? Für die 13-jährige Vicky ist die Antwort glasklar. Unbedingt. Schön und geheimnisvoll steht er ganz allein zwischen den hohen Bäumen auf dem alten Friedhof. Mit diesen sanft geschwungenen, marmornen Lippen, die so sehr zum Küssen einladen. Wer könnte da schon widerstehen? Vicky jedenfalls nicht. Doch als der kalte Stein unter ihrem Kuss erwacht, verändert sich alles. Denn der verführerische Engel hat ihr nicht nur seine ungewöhnlichen Fähigkeiten übertragen, sondern auch seine Mission. In diesem Spiel der himmlischen Kräfte bleibt Vicky jedoch nicht lang allein. Ein Feind, ebenso verwirrend wie anziehend, bittet sie zum Tanz. Ja, hört sich ziemlich interessant an. Ich mag Engel sehr gerne. Dann von Chloe Nell, She Cabinet Vampires. Auf diese Reihe bin ich wirklich schon sehr, sehr, sehr gespannt. Für eine Blog-Kollegin, die, ich sag jetzt mal nicht in den Himmel, aber sie hat sie schon gelobt. Und ja, Vampire wieder wild. Eines Nachts wird die Studentin Merit überfallen, beinahe getötet und schließlich gegen ihren Willen in eine Vampirin gewandelt. Sie muss nun lernen, nach den Regeln der Vampirewelt zu leben. Keine Sonne, Spitzen, Flöcken aus dem Weg gehen, Blut trinken und sich dem mächtigen Vampir Ethan Sullivan unterwerfen. Doch darauf hat Merit überhaupt keine Lust, auch wenn der attraktive und sterbliche ihre Gefühle gehörig in Aufruhr versetzt. Hört sich auch interessant an. Und Thomas ist in meiner freien Nase wieder vorbei. Dann einmal von Ian Beck, Password. Und das war wirklich für den Juni. Nein, für den Juli, genau. Für Juli war das auch schon mal dabei. Hat es auch fast geschafft. Password, der größte Themenpark, der je errichtet wurde. Im London des Jahres 2048 gibt es eine atemberaubende, reale Welt. Die Welt des 19. Jahrhunderts. Caleb ist eigentlich nur Tourist in Password, doch er gerät in einen Hinterhalt und steht plötzlich unter Mordverdacht. Ein Verbrechen, worauf im viktorianischen London die Todesstrafe steht.
Eve ist in Past World aufgewachsen und ahnt nichts von der Existenz einer Außenwelt. Doch sie spürt den Atem eines schattenhaften Verfolgers, flieht vor einer unsichtbaren, tödlichen Bedrohung. Calebs und Eves Fluchtwege kreuzen sich und ihre Schicksale werden untrennbar miteinander verbunden. Denn als Kreatur der Vergangenheit und der Zukunft ist das Phantom für Caleb und Eve der Schlüssel zum Überleben und zugleich die größte Gefahr, der sie sich stellen müssen. Dann von Libba Bray, Der geheime Zirkel, Gemmas Visionen. England 1895. Gemma und ihre Freundinnen besuchen ein Internat für höhere Töchter. Den strengen Regeln zum Trotz treffen sie sich nachts in einer Höhle zu spiritistischen Seancen. Dabei lesen sie in einem mysteriösen Tagebuch, das von einem magischen Reich berichtet. Eigentlich glauben die Mädchen nicht an so einen Unsinn, aber Gemma hat in Visionen ganz Ähnliches gesehen. Auch das sehr interessant. Dann die beiden Hardcover von Sophie John, Firelight, und darauf bin ich wirklich sehr, sehr, sehr gespannt. Ein gefährliches Spiel mit dem Feuer. Er ist ihr Todfeind, sie ist sein Opfer, nichts brennt heißer als ihre Liebe. Du bist nicht wie andere Mädchen, du bist etwas Besonderes. Über mir schwebt die Gefahr, so dicht und drückend wie der schwere Nebel, den ich zurückgelassen habe. Und doch kann ich nicht genug davon, von ihm, bekommen. Würde er die Wahrheit kennen, wäre er nicht hier. Wenn er wüsste, wer ich wirklich bin. Was ich bin. Ja, allein das Cover ist so schön und das hört sich auch total toll an. Ich bin auch schon richtig, richtig gespannt auf dieses Buch. Und das letzte von Bernd Perplice, Flammen über Acadian. Auch ein traumhaft schönes Cover. Ich glaube, das ist eines meiner liebsten Cover aus meinem Regal. Wenn das Licht den Tod bringt, musst du in die Schatten fliehen. Die 16-jährige Kaya lebt mit ihren Eltern in Acadian, einer der wenigen Zufluchtsstätten in einer öden, verwüsteten Welt. Doch das scheinbare Paradies, über das der religiöse Orden des Lux Dei herrscht, wird von Angst und Irrglauben beherrscht. Als der Geliebte ihrer besten Freundin von der Inquisition festgenommen wird, lässt sich Kaya zu einer verzweifelten Tat hinreißen, um ihn vor der Folter zu retten. Doch damit gerät sie selbst ins Fadenkreuz der Inquisitoren. Ihre einzige Hoffnung ist der junge Templersoldat Jonan, der für Kaya sein Leben aufs Spiel setzt. Ja, auch. Hört sich super, super interessant an und am liebsten würde ich dieses Buch gleich lesen, aber ich habe eben so viele andere, die ich noch lesen wollen würde und ja, deswegen freue ich mich umso mehr, dass dieses Buch bei dem Subvoting mit dabei ist und vielleicht mit ein bisschen Glück kann ich es dann nächsten Monat ja, lesen. Und genau, ich zeige euch die jetzt noch einmal im Schnelldurchlauf. Also von diesen 6 Büchern dürft ihr 2 mir sehr, sehr gerne in die Kommentare schreiben. Ich poste euch auch noch einmal den Link zu der Lovelybooks-Gruppe. Und ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr für 2 von den Büchern stimmt. Flammen über Acadian von Bernd Perplice. Firelight von Sophie Jordan. Der geheime Zirkel von Libba Bray. Past World von Ian Beck. Chicagoland Vampires von Chloe Neal. Wilde Wahnsinnsengel von Thomas C. Bolzina. Ja. Für 2 von diesen 6 Büchern könnt ihr dann sehr gerne stimmen. Und wie gesagt, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr mir einen Kommentar hinterlasst. Und das war's schon mit dem Video. Und ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!